Damit willkommen zurück zu Night Shift und Life is Hard. Genau. Das Leben ist hart als Speerkämpfer Bunkerknack. Oh. Nanu? Was für ein Kadaver kommt uns besuchen? Ja, der Zuschauer. Sei nicht so frech. Ja, wir sind immer noch der Bunkerknack, der Speerwerfer. Und sind schon richtig krass unterwegs. Naja, super Wurf, super Treffer, alles super eigentlich. Und das nächste Level-Up steht quasi schon vor der Haustür. Und wir haben jede Menge Werfbares. Und manches davon können wir auch wegwerfen, beziehungsweise geschwind mal verkaufen gehen. Das sollte ich mal spaßhalber machen. Ja, wir haben Aufgaben zu übernehmen, aber nicht mehr viel. Die Hexe muss sterben. Ja, das klingt verlockend. Das ist ganz da unten. Müssen wir eigentlich wieder zum Anfang zurück. Er wirft in der Zwischenzeit ein bisschen was mit Speerchen. Irgendwas mit Medien, das wird schon. Genau, hier ist der Anfang gewesen, da müssen wir hin zurück. Ich würde sagen, wir machen auch jetzt hier den Strich drunter. Und es sind, glaube ich, nur noch 3 oder 4 Aufgaben, von daher. Ich bin auf dem Weg. Von daher sind wir auch schon auf dem Weg. Auf dem besten Weg, das hier zu beenden. So. Flieg weg, Kleine. Ja, aber Bären können ja gar nicht. Ist viel los heute. Komm, wir lassen ihn einfach mal ein bisschen machen. So, wir verkaufen erstmal den Schrott, den wir hier haben. Und dann geht's auch schon weiter. Gut, dass er speichert. Aber ist auch viel passiert jetzt in der Zwischenzeit. Aber lieber sowas andersrum, ne? Hier haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. So, Schild der Präzision habe ich verkauft, ich Idiot, wo ich doch eigentlich die Präzision will. Genauigkeit 3. Deswegen habe ich es aufgenommen. Ich bin noch ein Schwachkopf. Ja, gut, dass es gerade gespeichert hat. Ich lade das mal Spaß, aber. Ja. So viel zum Thema. So viel zum Thema gut. Gut, noch, eigentlich ist es super. Komm. Machen wir nicht lang rum. Das ist total toll. Danke für alles. Ja. Die Sense kann weg. Die Stahlsense. Die ist nämlich kacke. Die brauchen wir nicht. Ah, der Stärkehut. Hier der Präzisionsschild. Was haben wir nochmal? Regeneration, ne? Leichter Holzschild der Präzision. Oh, 3019. Oh, den haben wir schon. Alles klar. Ich kann nicht laden brauchen. Oh, Idiot. Idiot. Aber der Hut. Genau, der Hut gibt Genauigkeit. Und hier haben wir Stärkehut. Ah, oh, was machen wir da? Man findet immer die tollsten Sachen. Man muss halt schon ein bisschen auf der Hut sein, aber verstärkter kurzer Speer. Den kann man werfen. Verstärkter kurzer Speer. Nö, das ist nicht so geil, oder? Wäre besser als unser Spieß. Andererseits gibt der Genauigkeit +2 und das hier -2. Und wir haben ja gelernt, mehr Genauigkeit ist sehr gut. Speer von Welles. Was ist das? Schaden durch Magie 50 nur noch, aber... Okay, 90 wird eingetauscht. Der hat auch kein Minus. Aha! So, Set-Gegenstand. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht. Jetzt haben wir nämlich 2 davon. Dann muss leider der Schild, der Genauigkeitsschild, der Präzisionsschild muss weichen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich bin auf dem Weg. Mhm. Oh, da habe ich gerade ein schickes Ding ins Kirchen gesehen. Hier so ein, ne? So. Tak, 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 tak. Ja, leider optisch jetzt nicht so herausragend, aber... Ach ja, wir haben noch einen Zaubertrank. Ich bin auf dem Weg. Was ist für ein Zaubertrank? Wir benutzen den unbekannten Trank. -2 zur Stärke. Nein! Ach, die können auch negativ sein. Das ist aber unangenehm. Och, das ist doch gemein. Jetzt haben wir extra so einen schönen Trank gefunden. Da war es ein verfluchter Trank. Na gut. Aber das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir... Fort. Da fehlt noch der Schild. Nee, der Helm, oder? Genau, der Helm fehlt noch. Das ist natürlich nicht schlecht. Was macht man da? Ich würde sagen, ich speichere auf Snack. Ganz schnell auf Snack, weil es so schnell geht. So, Hexe. Da will ich doch mal gucken. Aber wahrscheinlich ist das der falsche, ne? Hier sind wir leider an der falschen Adresse. Erkundungsrabe. Ja, die ganzen Sachen, die wir in der Kampagne nicht benutzen können. Selbstheilung. Ach, sowas haben wir ja auch mal alles gemacht, ne? Und dann haben wir aufs Maul bekommen, hat uns aber nicht gestört. Lähmung, Sturm, boah. Ja, ich bin auf dem Weg. Eigentlich war ja die Idee zu sagen, so, das war's immer mit Night Shift. Aber wenn ich das hier alles so sehe, da wird mir ganz anders. 11% Superwurf, Chance. So und nicht anders, mein Ach so, weil wir jetzt die Genauigkeit nicht mehr haben. Das ist jetzt wiederum ein bisschen... Hallo?
Oh, irgendwas habe ich getötet. Ich find's gut. Und ab. Nee. Ich würde sagen, wir machen mal die Aufgabe. Hier kommen wir doch bestimmt irgendwann mal hin. Aber was, wenn nicht? Jetzt sind wir schon hier im Osten. Ich bin auf dem Weg. Jetzt sind wir schon mal hier. So, wir lassen uns einfach mal nicht treffen. Das ist jetzt der krasse Trick, der Plan, den wir jetzt hier einsetzen wollen. Oh. Werden hier Gegner... So und nicht anders, mein Prinz. Moment, werden die zum Leben erwecken, wenn ich nah rangehe? Haben wir schon mal in der Kampagne gehabt. Nee, ist nur Deko. Und hier ein krasses Monument für... Naja, die... Ist viel für los die Minotauren. Heute. Gefahr. Ja, irgendwie ist immer viel los bei ihm. Jeden Tag ist immer viel los. Viel los heute. Ja. Gut. Ja, ich habe auch das letzte Mal das Video nochmal gesichtet, wegen des Geräusches. Nee, wegen des Mikrofons. Und dachte schon... Oh, nicht, dass wir jetzt ja... Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Wie sind die so rot? Nicht, dass es dazu Problemen kommt. Ich bin auf dem Weg. Nee, ob das aufgenommen hat. Aber das waren ja irgendwie zwei Minuten oder sowas. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl kein Ding, habe ich mir gedacht. Da machen wir... Ganz normal weiter. Was ist jetzt hier nochmal los? Oh, sehr schön. Ein Schätzchen. Schätzelein. Erstmal auf ihn. Und der geht spazieren, von mir aus. Ja, der schadet nicht so gut. Und der hat schon wieder keinen Bock. Doch. Bisschen Bock hat er. Was für ein Schmerz. Bisschen theatralisch. Unempfindlich gegen stumpfe Waffen. Wir haben aber Stichwaffen, oder? Ne, Magie. Schnittwunden probieren wir mal. Haben wir nicht was Besseres? Ach genau, wir vergiften das Vieh einfach mal. Weil Gift ist ja... Bis an den Griff. Ja, ist auch nicht nett. Schlecht. Ja, speichern nochmal. So ist fein. So, der hat's hinter sich. Komm, stechen ab. Der soll nicht leiden. So sind wir, ne? Artgerechte Haltung. Beziehungsweise Zerlegung. Ich sehe Fremde. Das Gift. Ach, guck mal, der macht ja gar nichts. Auch das arme, verwirrte Bärchen. Und das war ein 15er. Sehr gut. Ich kann doch nicht mal. Ich kann doch nicht mal sehen, ob die. Na egal. Muss ich dir sicher ändern. Bitte sei ein. Ja, was fehlt uns noch? Der Hut. Uns fehlt noch der Welles-Hut, oder? Lange halte ich das nicht mehr aus. Ach doch, eine ganze Weile hält es aus. Fremde kommen, mein Prinz. Ja, zwei Wurf und der ist weg. Okay. Oh, was ist jetzt los? Ist viel los heute. Welchen nehmen wir da zum Pieken? Wir haben so viele Waffen mittlerweile, können sie uns echt aussuchen. Ich sehe Fremde. So und nicht anders, mein Prinz. Brauchen irgendwas mit einer riesen Reichweite. Vor allem, ich frage mich, ob es einen Bonus gibt, wenn man drei Teile... Die Gauner kommen. Wenn man drei Teile Veles hat. Ich bin auf dem Weg. Ja. Was ist sein Problem? Boah, dass er sofort tot geworfen wurde. Helm der Stärke. Ja. Ach halt, zum Hundeschwanz. Feind. Ich kriege Hiebe. Zum Hundeschwanz. Oh, das ist ganz böse, ne? So ei, ei, ei. Fort. Ja, der kann ganz schön aufs Maul hauen. Maulhauung nicht gut. So langsam hört der Spaß auf. Ja, komm, wir laufen mal im Zickzack aufstehen, und machen den anziehen. Fernkämpfer erstmal weg. Weil der stört. Der stört beim Essen. Wie eine Lawine. So sag mal, bin ich. Nicht anders, mein Prinz. Bin ich vergiftet oder so? Oder warum. Und wieso ist denn der so schnell? Zum Hundeschwanz. Ich kriege Hiebe. So, jetzt kriegt er mal die Vergiftung ab. So während ich rumlatsch. Na. Mach ihn weg. Die Sau. Ja, wenigstens das Gift wirkt so ein bisschen noch nach. Ah, was für ein Schmerz. Ja, ich hau einfach mal ab. Hier ins Eck vielleicht. Ich sehe Fremde. Das muss reichen. Aber knapp war's. Hoho, 20 Mark. So, wo ist der... Na. Wo ist unser Wellerspeer da? Wir werden euch zusetzen. Wellerspeer? Ne, Welles, so rum. Wellerspeer auch immer. Einverstanden. Selbstverständlich. Weller heißt ja auch welches. Wissen ja auch viele nicht, ne? Komisch. Alle mit ihrem verschissenen Denglisch kommen so um die Ecke, aber mal andere Dialekte spricht wieder keine Sau. Das ist irgendwie ein bisschen erbärmlich, oder? Aufstehen! Anziehen! Sie kommen! Aber vielleicht geht doch schneller die Zeit. Herr mit Ihnen! Die vergeht schneller, meine ich, wenn die...
wenn man sich hinlegt. Ist viel los, ja, oder? Zwei Stärke-Schilder, aber Stärke ist nicht unseres. Wir müssen Genauigkeit. Und nochmals Genauigkeit. Sofort. Komische Dorneninsel da hinten. Aber keine Vögel. Komisch. Was ist das? Dornen. Irgendwas mit Dornen. Dornvögel, doch, oder? Kneift mich, wenn das nicht der Feind ist. Wo denn? The Dream is the Feind. Zu Diensten? Der plötzlich hier auftaucht. Und ja. Von uns irgendwie umzingelt. Nee, umgekehrt. Können wir uns da in die Ecke stellen? Jawohl. Gut, dann machen wir das. Bitte noch einer. Ah, verdammt, doch nicht. Jetzt greift er wieder irgendwen am anderen Ende der Welt an. Erstmal die, die so nah dran sind, bitte. So, jetzt können wir die restlichen ist viel los heute. Abschießen. Na, trifft er ihn? Oh. Das hat sich angehört wie ein Treffer. Ich bin auf dem Weg. Sehr schön. Ich wollte schon die Peitsche rausholen. Oder das Lasso? Nee, lieber nicht. Das lassen wir mal sein. Hallo. Wo ist der komische Wolf? Sofort. Oh, so komisch ist er gar nicht. Und da ist er. Da ist der tote Wolf. Halt! Keine Gegner? Sehr gut. Stellen wir uns mal auf vorne in die Kante und gucken. Der ist wirklich davongelaufen, oder? Feige Sau. Niemand. Ich bin auf dem Weg. Nennt es eine feige Sau. Keine Gnade. Ich schon. Weg damit. Oh ja. Kohle kein Thema mehr. So ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Haben wir irgendwas Feines aufgenommen? Ja, die ganzen Stärke-Sachen. Stärke Helm, Stärke Schild, Stärke. Schild? Helm? Nochmal Schild. Achso. Ja, Stärke Waffe wäre auch ein bisschen komisch. Obwohl, sowas gibt es bestimmt auch. Guten Tag. So, was muss denn weg? Alles in Stärke, ne? Ist Genauigkeit. Leichter konischer Helm der Präzision. Den Menschenfresserhelm. Moment, wieso ist denn der Menschenfresserhelm hier nicht als Set gekennzeichnet? Fällt mir da gerade mal auf. Das ist aber schlecht. Vielleicht, weil wir ihn verkauft haben hier, oder? Nee. Der war doch schon vor 100 Jahren verkauft. Wir haben den Welles. Zweimal Welles und einmal Genauigkeitshelm, so ein bisschen. Das ist gleich in grün. Stärke, weg damit. Das hier ist Regeneration des Lebens. 73 HP haben wir schon, ne? Ja, haben wir doppelt, kann weg. Komm, da auch nochmal einen weg. Und dann sprechen wir nicht mehr drüber. Jetzt gehen wir mal die Hexe töten. Sofort. Sofort, ja, ja. Jetzt müssen wir wieder im Zentrum oder ziemlich unten im Süden sein. Und dann geht's da unten weiter. Aufstehen, anziehen. Wo sind wir hier? Ach, guck mal. Ich verliere meine Kräfte. In das neue Gebiet. Aber sind wir genau richtig. Die müssen nämlich ewig 3 Tage latschen, bis sie bei uns sind. Herr mit Ihnen. Oh, das war, Übersprungshandlung. Leider zu viel des Guten gemacht hier, aber ist egal. Nehmt mich von hier weg. Und wir bekommen einen. Und auf. Einen Dreizack. Gleich wieder da. So, was sind wir jetzt? Jetzt sind wir da unten. Ja. Ah. Jawohl. Können wir uns gleich mal hinlegen, eine Runde. Und die Pelze nehme ich spaßhalber auch mal mit. Weil die hauen mich ganz schön auf die Nuss, habe ich gesehen oder gemerkt. Dann machen wir die nämlich auch noch weg und dann geht's langsam voran. Ach, dieser Schnee, wie schön der ist. Ist bereit. Ich bin auf dem Weg. Ne, war schon die richtige Entscheidung hier, die Schneelandschaft. Man sieht mehr, weil es über die blätterlosen, die baumkleidlosen so Bäume. Anders, mein Prinz. Ja, ja. So, erste Handlung. Speichern wir nochmal spaßhalber auf Snack, bevor wir weg sind, weil uns jemand getötet hat. Ja, das gefällt aber. Diesen Speer, den mag ich. Die Gauner kommen. Der Gauner. Lange halte ich das nicht mehr aus. So, der ist weg. Und jetzt kriegt er noch ein paar. Guck mal hier, mit seiner Magierkeule. Boah. Auf einen Schlag weggefrühstückt den Kollegen. Da kannst du ruhig noch ein Feld gehen. So ist nicht. Ach ja, PS. Ah, PS Heiltrank. Guck mal hier. Habe ich glatt den Pilz gegessen mit voller Energie. Das ist natürlich wieder hochintelligent. Hier waren wir schon, sehr schön. Was war ein Kadaver, kommt uns besuchen? Wusste gar nicht, dass hier so eine
So eine krasse Festung steht direkt neben uns. Ist viel los heute. Nun kommen wir da hin. Das sieht auch aus wie die ersten ID-Karten, ne? Mit Ural und Kamtschatka und was da nicht alles gibt. Ich bin auf dem Weg. Shit, jetzt müssen wir spaßhalber mal einen Meter weg. Was machen sie? Verprügeln. Ja, was ist denn, wenn ich ein ganzes Set hab? Ist dann irgendwie alles super? Oder wie? Einverstanden. Mehr Gift. Objekt kann damit nicht angegriffen werden. Das ist aber schlecht. Ich sehe Fremde. Dann müssen wir sie vernichten. Ich mach Schaschlik aus denen. Haben wir irgendwann mal eine Waffe, mit der es geht? Mit der es geht, ja, doch, stimmt. Wir Waffe, mit der es geht. Ich muss ja weg. Boah, das war aber schweineknapp. Wieso ist denn der Idiot nicht in die... Wieso wollte er jetzt nicht da rein? Was war denn jetzt seine Ausrede? Oder ist seine Ausrede für nicht gehorchen? Ja, ich habe langsam, glaube ich, ein bisschen zu viele Waffen. Ich weiß nicht mehr so richtig, welche ich da eigentlich gerade schwinge. Welche sind jetzt aktiv? Die Kriegsgabel, ja. Mit stumpfer Waffenschaden 40, das räumt ganz gut auf. Ja, ich hätte auch wieder ein Pilzchen essen können, weil, ne? Aber für den Kampf bereit. Ja, dafür reicht's. So. Und? Aufstehen! Anziehen! Sie kommen! Auf zum Feind! Gut, jetzt müssen wir sie wahrscheinlich wieder weglocken. Ja, nicht so wirklich. Zack, der ist weg. Was ist das, ein Bogenschütze? Skelettbogenschütze? Erfahren. Erfahrener Skelettbogenschütze. Och, toll. Jetzt macht er erst den Müll da weg. Aber das mit Schaden gefällt mir. Ich mache ihm Schaden, er mir nicht. Und dabei ist er nur ein dummes Skelett. Sendet Verstärkung. Bin fast schon dabei, ja. Komm ich da lang? Nein. Aber da ist die komische beschilderte Truppe. Okay. War das ein kritischer Treffer? So möglicherweise. Fort. Wieso sind sie auf einmal so langsam? Habe ich das langsam gestellt? Was soll denn das? Boah. Okay, war doch wieder ein guter. Welch Schmerz. Der Weltschmerz. Und es gibt ein... Irgendwas Schild. Schwerer Berserker-Schild. Ja, wir haben keinen Berserker. Oder Barbaren. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch immer durcheinander der wegen Barbar. Kneift mich. Ja, ja. Das nicht wegen Barbar und... wo denn? Ach, guck mal. Komm, das holen wir uns geschwind, wenn wir schon mal hier 5 Meter daneben stehen. Kneift mich. Oh ja. Wo ist denn hier der Feind? Wir stechen, schneiden und zerfetzen. Schwerer Stahlschild der Präzision. Ja. Einverstanden. Präzision ist gut. Was ist eigentlich mit unserem komischen Wellness-Schild? Macht, also regeneriert Leben. Ja. Ich werde, wenn wir das Set zusammen haben... Was ist denn jetzt los? Ach, der hat sich das Ding geholt. Ich verliere meine Kräfte. Ja. Er auch. Bis an den Griff. Wenn ihr es selbst wünscht. Müssen wir mal Pause machen. So, hier ist also was. Dahinter ist die Hexe. Ach, deswegen sind die auch hier mit dem Schild versehen. Wird zwar erkältet, aber für den Kampf bereit. Der und nächste. Hoho. Ho, ho. So, komm ran. Ja, zumindest machen wir ein bisschen Schaden. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Hä? Ist er dumm? Was ein dummer Bär. Jetzt haut er wieder ab. So und nicht das anders, mein verstehe, Prinz. Wer will. Ich tue es nicht. Okay, jetzt greift er doch wieder an. Jetzt hat er sich doch anders überlegt. Will doch noch ein paar aufs Maul jetzt. Ja, komm. Eine Bärengeduld. Halt mal, ist das ein? Ah, Helm der Stärke. Wahrscheinlich ist er grün, ne? Wie unsere. Ja. Wie unsere jetzige Ausrüstung. Ja, irgendwo hier ist eine verdammte Hexe. Hier drüben. Hier drüben. Das heißt, wir müssen hier runter. Das ist schon alles richtig, was ich hier mache. Alles richtig gemacht. Es dauert nur ewig und 3 Tage, weil die so ein bisschen nerven hier, diese Beschillungen. Komm weg damit. Fein. So, hier war noch Untotes Park, oder? Jawohl.
Oh, ist noch jemand tot? Ist nur unglaublich nervig. Ist das ein Axtwerfer? Ne, wir sind weiter weg. Jetzt ist er weg, das Schild. Ich sehe Fremde. Weg damit. Zum Hundeschwanz. Ich kriege Hiebe. Der Jarek erhöht die Moral der Charaktere, die sich in seiner Nähe befinden. Der Jarek. Jetzt ist er der Ferrek. Und ich, wie ist sie? Monika? Ferrek? Ferres? Egal. Heißt die Monika? Veronika? Veronika Ferres, genau. Das sind auch so die deutschen Schauspieler, die muss man auf jeden Fall kennen. Der Lanzenträger ist bereit. Und ab. So, das ganze, ich will jetzt nicht sagen Gesindel, aber die ganzen. Also alles, was sich halt um die GZ herumschart, die finde ich ja alle super, muss ich sagen. Nicht nur die GZ, sondern auch die. Jawohl! Die davon alle durchgefüttert werden, von diesen Milliarden, die man einnimmt. Das finde ich ja super. Was man da nicht alles präsentiert bekommt. Allein die Komödien. Mai habe ich gelacht. Ich bin auf dem Weg. Hab ich gelacht. So, wo ist die Hexe? Kneift mich. Da. Das nicht der Feind ist. Oh, die, alle sind sich hier super gepanzert. Das muss doch nicht sein. Selbst ja, nicht mal gepanzert. Es ist wirklich nur dieser dumme Schild jetzt. Okay. Hier wirkt ihre Macht nicht mehr. Und da kommen wir ins Spiel. Sehr gut. Sofort. Na. Wo bin ich? Der Lanzenträger ist bereit. Ja, gut. Aber ich war es gerade nicht, weil ich nichts gesehen habe. Der Bär ist auch bereit. Ja. Selbstverständlich. Ja, irgendwie. Kein Bock heute, oder? Ich mach Schaschlik aus denen. Werfen wir den Jarek weg. Okay, Schaden. Jawohl. Nicht so gut. Müsste auch schon reichen. Ja, genau. Hätte gereicht. Verprügel mich. Prügel zurück. So. Das. Der wird wahrscheinlich gleich umdrehen, oder? So, vielleicht aber auch nicht. Nicht anders, mein Prinz. Schön werfen und schön treffen vor allem. Das war ein kritischer. Sehr gut. Sie kommen hierher. Komm, wirf mit ganzer Kraft. Jawohl. Jawohl. Daneben. Ist genau gesehen. Komm schon, wirf doch den dicken Bären ab. Also wie kann man denn so ein Ziel verpassen? Okay. Ist er zwar geschildet, aber irgendwie. Ist viel los heute. Ist auch dem Schild geschuldet. Jawohl. Der Hexe, wo ist denn die Sau? Ach, da unten bestimmt in dem Eck, oder? In dieser kleinen Nische. Nee, laut Karte. Ach ja, genau hier. Aber für den Kampf bereit. Ich bin auf dem Weg. Dann ist alles gut. So. Kneift mich, wenn das nicht der genau, Feind da oben ist die Sau. Alte Hexe. Ganz alte Hüde. Das ist fein. Komm, die muss weg. Ist mir jetzt egal. Wir stürmen, egal ob noch was an Einheiten rumsteht. Oh, verdammte Schilderei. Wie lange hält denn so ein Schild? So langsam hört der Spaß auf. So, im Nahkampf sind wir, glaube ich, noch besser. Noch besser. Wollte ich gerade gucken, was sie kann. Aber die kann nix. So. Gut. Oh ja. Oh ja. Das ist richtig. Und da oben ist nur Regeneration. Alles klar. Dann sind wir hier ist fertig. Viel los heute. Ja, ich merke das schon. Ah, hier habe ich genau gesehen. Ja, wieder im Rücken gespawnt. Das ist auch verrückt. Man könnte natürlich auch sagen, ja, die bewegen sich halt mal. Und dann sind sie nicht an einer Stelle die ganze Zeit. Sofort. Aber ist natürlich alles Quatsch. Ja, der Baum im Weg. Linksrum, rechtsrum. Ich kann mich auch nie entscheiden. Meistens stehe ich dann nur rum und lasse mich von Speeren erschießen. Erwerfen? Wie heißt das auf Deutsch? Erwerfen? Fremde kommen, mein Prinz. Auch nicht, so ein Gift. So ein Giftwürmchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich verliere die Überlegenheit. Macht nichts. Solange das Leben behält, ist alles gut. Da oben könnte ich mal kurz heilen gehen. Oh. Krasse Pause hier beim Duell. Kampf der Giganten. So, bitte mal heilen gehen. Hoffentlich keine Fallen. Stimmt, Fallen gibt es auch nicht, ne? Komisch. Fremde kommen, mein Prinz. Wo denn? Ja, da ist doch keiner. Leg dich mal hin. Wo sind denn Fremde? Ach, da drüben. Ah, ja. Skelett und böser Krieger. Oh, 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 oh. Böse Fliege. Böse Fliege ist böse.
Gut, dann warten wir kurz ab, bis er hier fertig ist. Obwohl, ich kann es auch mal beschleunigen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Sofort. Oh, das war einiges los. Wenn du stehen bleibst, könntest du verletzt werden. Und wieder vergiftet. Ich sehe es schon kommen. Ja, verdammt. Es hätte natürlich auch enden können damit. Ich mach Schaschlik aus denen. So, erstmal einen Schritt zurück. Weil ich weiß nicht, ob die anderen, wenn er mehrfach angeschossen wird, ob die dann aggro werden. Stechen, schneiden und deswegen lieber mal auf Nummer sicher gehen. Einverstanden. Schnell wieder heilen gehen. Tschüss. Kneift mich, wenn Nein. das nicht der Fall ist. Jetzt kann ich nicht Pause machen? Ah, doch, jetzt. Selbstverständlich. Sehr gut. Jetzt geht es mal super schnell mit der Heilung. Ich frage mich, ob die irgendwie verdoppelt werden, diese Regenerationswerte, wenn... Jawohl, ich bin hier. Wenn wir uns hinlegen. Also beziehungsweise, ob die Gegenstände dann auch noch schnelleres Plus geben an Regeneration. Ach guck mal, die haben keine Chance mehr. Die komischen Würmchen. Oh, und der Level ab. Da ist er endlich. Hervorragend. So, was haben wir jetzt? Na, die Orgel bleibt aus. Stärke. Du hast immer gesagt, lassen wir bei 50. Und hier sind wir bei Superwurf. Oh, zack, Superwurf 11. Hervorragend. Das muss doch langsam mal funktionieren. So, viel tragen müssen wir nicht. Also scheiß auf Stärke. Gut. Ich bin auf dem Weg. Schnell die Aufgabe abgeben. Aber ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hier, zack. Eine Aufgabe, halbe Stunde. Hm, vielleicht müssen wir noch mal zwei Folgen rausgemacht werden. Sofort. Wo ist denn hier, halt. Ach, falscher Ausgang. Während wir uns so vor uns hin giften. Ne, geht schon wieder. Hat sich schon wieder ausgegiftet. Jawohl. Da unten war es, ne? Der Kriecher. Ich glaube, der Kriecher wollte es. Jawohl, der wollte die Hexe weghaben. Dann schicken Dialekt. Ach, funktioniert wieder alles. Wie kann ich danken? Die Götter waren mir gnädig. Ich konnte eure Probleme lösen. Das ist eure Belohnung für die erledigte Aufgabe. Vielen Dank. Kurz und knapp. Geist so. Als. Die Götter mögen euch schicken. Geilzahl. So, ihr könnt mich noch mehr tragen. Oh, bitte lass es den. Oh, Armet Armee, der Magieabwehr. Was ist denn Ding? Was ist denn eine Armee? Ich weiß, was eine Armee ist, aber ist recht egal. Und wieso kann ich ihn denn tragen? Was habe ich schon wieder für einen Haufen Scheiße eingesackt? Ach, komm hier. Helm der Stärke. Wie soll ich denn den Dreizack mitgenommen? Den wollte ich doch schon längst verkaufen. Präzisionsschwererschild. Verkaufung. Oh, komm, Genauigkeit 1. Ja, sind alles so super, aber irgendwie. Warum habe ich jetzt nicht die Sachen benutzt, jetzt wo die Gegner so 100.000 Trefferpunkte hatten? Naja. Wäre schön, wenn so ein Magieschaden irgendwie durch diese Panzerung durchging. Ach nee, da wäre es irgendwie sinnlos, die Schildgeschichte, oder? Ich finde auch. So. Kann ich aber leider nicht nutzen, weil ich habe doch den guten Helm, oder? Nee, Präzisionshelm ist das. Magieabwehr, 18 Punkte. Alles super. Ist wirklich echt nicht schlecht. Komm, wir verkaufen es trotzdem. Haben wir gerade bekommen und schon kommt es wieder auf den Müll. Ist das nicht krass? Zack. Und nur. So, mal schauen. Ach, hier ist direkt im Ort der nächste. Verbleibende Aufgaben, try. Ja? Einverstanden. Gut. Wollte schon ausholen. Ach, guck mal, das ist da unten irgendwo. Hier waren wir noch gar nicht. Ah, sie müssen jetzt diese Schlucht, der müssen wir dann doch folgen. Da wissen wir schon, Feind. Sofort. Ja, ja. Zum Hundeschwanz. Hier ist eine, ich kriege Hiebe. Irgendeine Festung. Flieg weg, oh. Kleine. Das machen wir so nicht. Genau, vor allem, weil da drüben jetzt noch mehr kommt. So, was haben wir jetzt prozentual? 11? Ah, aua. Was für ein Schmerz. Ja, ich merk's. Oh nein, so ein untoter Hund ist mit am Start. Ich verliere die Überlegenheit. So. Erstmal der am schnellsten tot ist. Jetzt noch was. Ach, guck mal, wieder Gift. Aufstehen, anziehen, sie kommen. Was ist jetzt los? Ach, die Hexe.
So langsam hört der Spaß auf. So, jetzt müssen wir mal mit Schmackes an die Sache ran. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen gegenheilen. So und nicht anders, mein Prinz. Okay, das war ein ziemlich harter Widerstand hier. Harter Widerstand. Ja, den Giftdinger, komm, ich lass mal liegen. Können wir auf dem Rückweg machen oder können es lassen? Ich mach Schaschlik aus denen. Nanu? Was denn? Achso, zwei Wölfe noch? Okay, verstehe. So, und? Frag mich immer noch, ob das vielleicht doch irgendwie mehr Schaden macht, wenn wir mit. So und nicht anders, mein Prinz. Ja, hätte ich mal meinen Magiehelm. Wenn wir mit der Stärke. Stärke plus zu schießen, zu werfen. Oh, nicht schlecht. Verdammt! Leider nicht weit genug weg gewesen, aber mit drei Treffer und der Wolf ist weg. Sofort. Wenn ich überlege, wie wir da am Anfang Problemchen hatten mit. Ja, ein Schuss, ein Treffer, die Wölfe sind gar nichts mehr. Wirklich einzelne Treffer und der Wolf ist weg. Das gefällt mir. So. Flieg weg, Kleine. Nehmen wir zurück. Krass. Was ist denn jetzt los? Haben wir gerade super Glück? Ach nee, okay, wenn wir die so schnell abschlachten, dann liegt es tatsächlich auch an der Stärke. Stärke macht an sich einfach mehr Schaden, oder? Ach ja, das sieht man doch hier. Genau, Schaden durch Schnittwaffen 132. Und das ist, sei bitte der Seth-Helm. Ich bin auf dem Weg. Nee, Seth, was suche ich? Stärke-Helm. Ja, also jetzt machen wir entweder Schaden... Mehr Schaden oder wir machen Genauigkeit. Was ist jetzt schon wieder los? Die Gauner kommen. Ja, die Gauner. Okay, das Vieh ist natürlich übel. Her mit ihnen. Ja, okay. Was wir hier angreifen, ist gerade wurscht, aber da sehe ich die ganzen lustigen. Und ob. Ja, ja. Das Ding. Oh Gott. Komm, so viel Heilung. Jetzt gehen wir ran an den Feind. Wir werfen jetzt nicht mehr wie Blöde, sondern wir. Töten? Ach du Scheiße, was ist das? Ritter? Untoter Ritter. Halt, keine magische Waffe. Jetzt. Scheiße haben die Treffer. Ich verliere Punkte. Die Überlegenheit. Okay. Sehe ich ein. Bombe. Sofort die Bombe. Die bringt erstmal nichts. Falle, nicht Bombe. Eine Bombenfalle haben wir. Fremde kommen, mein Prinz. Einverstanden. So, die kommen ja wirklich bis zum bitteren Ende. Alles klar. Wo ist meine Waffe? Hier ist sie. Lange halte ich das nicht mehr aus. Und beide. Bam! Sauer! Er ist ja schon verrissen. Ja, jetzt frage ich mich gerade, was. Wieso hat der jetzt so abartig viel Schaden genommen? Achso, weil 500. So eine sofortige Vernichtung herbeiführt. So langsam hört der Spaß auf. Jetzt bräuchten wir tatsächlich mal ein paar kritische. Hallo. Bitte, ist viel los heute. Bitte treffen Sie kritisch. So, zwei Speere und dann schnell wieder weg. Wie der Wind. Daneben. Wir haben die Einrichtung zertrümmert, wenn er daneben wirft. Jawohl. Komm schon. Hin und wieder mal ein. Oh, falsche Richtung. Ja, es wird noch mehr Untote dazu, warum auch nicht? Sie verprügeln mich. Merk's. Kann sich auch wehren. Zur Abwechslung mal, so rum. Komm, es muss sein, noch ein krasser Trank. Benutze den letzten Stärketrank. Aber trotzdem mit Rückwärtsgang. Ist viel los heute. Kannst ja mal treffen, zur Abwechslung, da ist nicht so viel los. Ist nämlich laut der Gegner. Ich verliere meine Kräfte. Komm, Heiltränke haben wir eh wie Sand am Sandstrand. Nicht immer hauen lassen. Muss das denn sein? Oh, auf den geraden Ebene. Das kriegst so du hin, oder? Nicht anders, mein Prinz. Da drüben hin. Oh, es wirft einen Meter die daneben. Kommen. Nee, aus einem Meter wirft er dem so rum. Die Gauner, ja, ja. Komm, Feuer. Nimm mich von hier weg. Aha. Tausch dich gleich aus. Du beide so schlecht wirfst. Komm. Aua. Also nach vier Schlägen sind wir tot. So. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Zwei Wurf noch, schätze ich. Ah, nur einer.
Und gibt wie viel Kohle? 50 Mark. Na, von mir aus. Immer, immerhin. Sie kommen. Und hier so, schon wieder Gegner. Wo ist denn schon wieder Gegner? Ach, da oben. Da kommt ein Wölflein. Und schon wieder wirft er alles zu Glump, nur macht er den Gegner nicht weg. Jawohl. Jawohl. So, nu. Unu. Machen wir Pause. Da bin ich immer gespannt, was hier versteckt ist. Das muss ja wirklich das beste... So, und nicht anders, mein Prinz. Das beste Item der ganzen Welt muss das ja eigentlich sein. Der Feind kommt. Ja, ja. Weiter sagen. Kleines Wölfchen, mein Gott. Da habe ich mich ich mir so ins Hemd gemacht. Ja, ich frage mich wirklich, ob wir das Set noch voll kriegen. Sieht nämlich nicht so gut aus. Flieg weg, Kleine. Toll. Ich bin okay. Auf dem Weg. Viel Gold. 500 Mark, das stimmt. Das ist wirklich eine Menge Gold. Vor allem in diesen harten Zeiten. So, jetzt wieder Wurfübungen oder Schießübungen. Oder Zielübungen. Ist viel los heute. So. Ja. Eigentlich hat er auch Wurf... Fremde kommen, mein Prinz. Nee, nicht Wurfwaffe. Wurfwaffe und Speer ist eine Wurfwaffe, klar. Hat er zwar auch gerade, aber hat sich gedacht, ne. Oh ja. Wo kommt jetzt schwer die Burg her? Einfach aus dem Boden gestampft, das Ding. Und da oben gibt es einen Auftrag. Müssen wir da hin? Haben wir einen Auftrag? Ach so, ich will ja da hoch. Ich frage mich, wie es da hoch geht. Vielleicht das Gelände, vielleicht auch einfach von oben. Einverstanden. Schwer ist es nicht. Ach, das ist jetzt... Ist das nicht ganz am Anfang gewesen, bei den ersten Wölfen? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverfreilich. Und ein... Tor, das führt doch bestimmt... Selbstverständlich. Das führt doch bestimmt zum... Ach, hier waren wir schon. Ja, das ist aber ungünstig. Moment, wie kommen wir denn dann... Hier vielleicht? Ich sehe Fremde. Oh ja. Oh ja. Wie kommen wir darüber? Wie kommt er hier rüber? Ach so, einfach noch einen Meter nach links. Ach so. Wir stechen, schneiden und zerfetzen. Kein dummes Zeug. So und nicht anders. So. Mach lieber den Gegner platt. So kann er nicht angegriffen werden. Keine Gnade. So, Feuer frei. Mit deiner Mistgabel. Zack. Ich verliere die Überlegenheit. Macht nichts. Wir töten sie einfach alle. Dann haben wir die wiederhergestellt, die Überlegenheit. Ah, Fremde kommen, mein Prinz. Bitte nicht alle auf einmal. Das wäre super. Zum Hundeschwanz. Warum sind wir denn so langsam? Liebe. Dann wechseln wir doch lieber wieder zu unserem guten alten... Aha, unbekannter Trank. Gleich mal benutzen. Und es gibt... Minus 2 Stärke. Ja, shit. Moment, waren es nicht jedes Mal die... kleinen Tränke, die schmalen, dass die immer negativ sind. Selbstverständlich. Und die bauchigen oder glasigen heißt bauchig, ne? Die sind's da nicht. Oh, ein Holde Maid. Was sie wohl will von uns? Schneck, wir speichern. Guten Tag. Sofort. Fremder kommt. Ein wenig näher. Es ist echt zum Kotzen, wenn man als Spielfigur sein Dasein fristet. Ständig trifft man auf schöne Ladies, aber diese Programmierer geben einem überhaupt keinen Spielraum. Wie wär's mit einer Affäre? Oder zumindest mal eine Candlelight Dinner? Kein Sinn für Romantik. Heute trifft sich der heilige Zirkel zu einer geheimen Zusammenkunft. Das Schicksal des ganzen Landes kann von diesem Treffen abhängen. Werd ihr so frei, mich dorthin zu begleiten und zu beschützen? Ihr seid auf der Suche nach einem Helden, schöne Frau. Ich bin nur ein bescheidenes Speerwerfer. Aber wer weiß, in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten könnten doch auch ich in den Heldenstatus aufsteigen, wenn ich nicht vorher den Martyrtod sterbe. Den Martyrtod? So, Escort-Mission. Jawohl. Richtig gut. So, wir haben den Speer. Shit. Ich sehe Fremde. Boah, der haut aber rein. Ach, das ist die dritte Stufe. Deswegen sind die so übel. Und sie hilft nicht mit. Ja, super. Sie sind eine tolle Hilfe. Oh ja. Wir werden euch zusetzen. Okay. Wir haben große... Oh, einen großen Heiltrank haben wir schon. Ob er immer den besten Trank nimmt, das wäre schlecht, aber...
Wäre wahrscheinlich, dass es macht. Herr mit Ihnen. Na, das war, glaube ich, ein harter Treffer. Ja, ja, da war mindestens ein schwerer Wurf dabei. Weg. Schwerer Treffer, Wurf. So, weg. Ja, jetzt läuft er wieder 100 Meilen weit, um uns alle reinzuhauen. Und jetzt wieder nicht. Jetzt wieder doch. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder doch. Er kann sich jetzt nicht mehr entscheiden. Sehr gut. Jawohl. Ein Idiot. Hervorragend. Ja, wo will die Alte hin? Da drüben. Was? Wie kommen wir denn? Ist das hier? Nee. Das ist dort. Okay. Oder warum? Kommen wir da hin? Kommen wir denn auf diese komische Insel hier? Hier ist kein Pfad, kein Weg. Hier vielleicht? Ach, da ging es weiter. Ah, so, oder? Wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche Gegner gespawnt, ist ja klar. Man läuft ja 5 Meter und schon. Die Gauner kommen. Die Gauner? Wo sind die Gauner? Ach ja, genau dort. Bis an den Griff. Na, immerhin. Wir machen schon ordentlich Aua. Präzisionsschild. Was suchen wir nochmal? Auch den Helm. Immer noch. Und ab. Ja, okay. Ja, ja, nächster Level erreicht. Jetzt werden sie langsam hart. Wenn die Viecher. Ihr es so wünscht. Ist sie gestorben? Nee, steht neben uns. Doch, weil sie gerade verschwunden ist. Aber sie kämpft nicht so wirklich mit. Kommen wir hier überhaupt hoch? Also da müssen wir hin. Da bin ich relativ sicher. Haben wir es bald? Das sind nicht die unsrigen. Das ist der Feind. Wir lassen ihn einfach mal machen. Der wird den Weg schon finden. Die lassen wir mal stehen. Das sind ja auch nicht die unsrigen. Ja, einfach mal machen lassen. Stimmt, ich kann ja auch hier einfach P drücken. Na, oh, diese verdammte Speichergeschichte immer. So und nicht anders. Ach, das ist ja ein ganzes Dorf, das hier wartet. Und der vorletzte Auftraggeber. Schön. Giftzeug, ja, Standard halt, verstärkter Speer. Ja, die kennen wir jetzt alle schon. Lass dir was Neues einfallen, was ist das hier? Schlachtensense, aha. Das gleiche noch in Magie. Da haben wir schon wieder den Helm von Mokosch. Den hat man schon mal, ne? Stachel von Mokosch klingt auch wie was Werfbares. Schnittwunden, stumpfe Waffen, Gewicht. Teil eines Sets. Sollen wir es mal holen? Verdammt, ich habe den Helm weggegeben. Kann es tragen. Komm, kaufen. Wenn wir schon mal dabei sind, aber andere Sachen können weg. Zum Beispiel den Stärke-Schild können wir verkaufen und den schweren Stahlschild der Präzision. Schwerer Stahlschild der Präzision. Wir haben auch Präzision, ne? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Gut. Jetzt haben wir schon die großen Heiltränke. Ich glaube, ich will mir noch eine Bombe, oder? Gewicht 7. Das sind die großen Bomben. Aber die kleine Bombe hat ja schon ausgereicht. Vielleicht hat der Gegenüber nicht so krasses. Ach nee, hier war noch einer. Hier ist jemand. Der Bogenschütze. Vielleicht hat der eine als Fallensteller. Was ist denn der für einen krassen Bogen? Ach, das ist ein Schild. Das ist wie so ein Fischgrätengewand mit einem flammenden Schädel drin. Die sind alle verrückt hier. Schon wieder der Helm des Menschenfressers. Das hier, oder? So was Ähnliches. Langer Holzbogen. Aha. Mit einem Schild? Ein Bogen mit Minusgenauigkeit. Alles klar. Espenlangbogen. Bogen des Dryaden. Ach ja, Köcher. Köcher ist die Rüstung, ne? Köcher des großen Jägers. Erhöht Schaden durch Schnittwunden um 1. Schutz und Magie. Interessantes Zeug, das sie anbieten. Ah, Mittlerfalle. Hält fest und verletzt. Genau. Schaden durch Schnitt. Wunden. Das ist auch geil. Und ich kann das nicht nutzen, weil es eine reine Dings ist hier, so eine reine Bogenschützensache, weil der richtige Fallensteller ist. Das ist eine reguläre Bombe für 100. Hat er nicht drüben nur 80 verlangt? Hier mal gucken. Jawohl. Jawohl. Hat er drüben 80 verlangt? Ja oder nein? Sag die Wahrheit. Aufstehen! Anziehen! Sie kommen! Wer kommt? Gibt es was? Reste? Nehmen wir die Bombe mal mit. Komm. Wir kaufen ein paar Bomben. Man kann nie genug Bomben bei sich tragen. Ich nehme alle Bomben mit. Jetzt gehen wir richtig ab.
Sind wir zum, sind wir zum Bomber oder was? Unsere alten Tage noch. Wie genau? Ach hier, da ist wohl ein Durchgang. Genau, das sind wir südlich dieses seltsamen. Ach, ihr mit euren dummen Schilden immer. Die bin ich echt gefressen. Lass das doch mal sein. So langsam hört der Spaß auf. Ja, ja, ich find's auch. So und nicht anders. Thomas, was ist das für ein krasses Gift, das sie hier benutzen? Krass auch Gift. Wir erstmal den weg. Stechen, schneiden und zerfetzen. Weg die Sau. Zum Hundeschwanz. Ich kriege Hiebe. Jawohl. Aber das haut aber echt ganz schön rein. Ich denke, wir sind der krasse Speerwerfkrieger. Was ist denn jetzt los? Ich verliere meine Kräfte. Schaffen wir das noch? Nee. Sofort. Und das ist ein Stärke. Natürlich ist es ein Stärkehelm. Ich muss mich gleich mal eine Runde hinlegen. Ich fühle mich nicht so gut. Giftspeer haben wir auch schon. Ja. Doppelt und dreifach. Achso, sie wartet ja noch auf uns. Selbstverständlich. Hm. Ich sehe Fremde. Heilung. Ja, das Gift wirkt nach. Noch, ne? Ich sag's bloß. Ah, okay. Also müssen wir da doch nochmal ran. Wir haben nur noch 2 oder 3 Aufträge. Ja. Das, er hier gibt uns den vorletzten Auftrag und ein anderes Mal. Wie auch immer. Naja, machen wir nochmal 2 Aufträge das nächste Mal, dann haben wir es auch. Der Lanzenträger ist bereit. Dann ist mich so gut wie alles mehr oder weniger bereinigt. Aber jetzt bringen wir erstmal die Holde Maid zu ihrem Einsatzort. Kann sie da mal schalten und walten. Ach, guck mal hier. Langer Giftspieß. 33, 17. Hält länger an. Reichweite ist die gleiche. Geschwindigkeit auch. Da kann der weg. Zack, verkauft. Den Stärkehelm verticken wir auch gleich. Die Bomben haben wir noch. Sehr gut. Das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich einmal irgendwie benutzt haben, ne? Im Leben. Dann kann ich ihn, glaube ich, durchwechseln. Mit all den anderen wunderschönen Waffen. So, komm's ran. Ist das nicht, freizügig? Naja. Sofort. Wo haben wir gerade gewütet oder getötet? Ja, sauber. Sehr gut, macht die alle weg. Das Gift wirkt auch noch nach. Ein guter Giftspeer. Gefällt mir. Und mir gefällt auch, wie schnell wir regenerieren. Einverstanden. Aber da gibt's noch mehr. Ach, guck mal, ein ganzer Hexenzirkel. Ach, da will sie ja hin. Ja, kein Wunder. Ist ja alles voller Hexen, die sich im Zirkel aufstellen. Kreis. Macht da oben noch ein paar weg. Ja, der ist recht vielseitig. Hier ist ja alles voll mit Hexen. Selbstverständlich. Ist auch nicht schlecht. Wenn sie erstmal direkt vergiftet sind, dann gucken sie ganz schön doof aus der Wäsche. Hat der irgendwelche Spezialsachen? Nee, Zauberspruch, bla. Und Viecher in der Nähe. Ist viel los heute. Ja, ich merk's. Oh nö. Nee. Oh, jetzt kommt wieder der Skelettmann wieder an. So, die Rest bleibt stehen. Jetzt haben sie vergessen. Was war, wollen wir noch gerade machen? Was war nochmal Phase? Gift geht bei dem nicht. Okay. Macht nichts. Unempfindlich gegen Gift. Ah ja. Wie heißen die Grüner? Nee, Quatsch. Grün bestimmt nicht. Was war das jetzt? Der pinke Wolf. Rosane Wolf. Pink ist ja Englisch. Wer hat so viel pinke Wölfe? Das ist schlecht. Brauchen eine gescheite Waffe. So halt. Und nicht anders, mein Prinz. So, jetzt. Das war eine gute Chance. Aha, wir sind sogar noch schneller als das Mistvieh. So, was gibt es jetzt? Das müsste jetzt quasi wieder -2 Stärke geben, richtig? -1. Verdammt! Ich bin auf dem Weg. Also merke, wir dürfen nicht diese... Wenn ihr es so wünscht. Wir dürfen nicht die schlanken Tränke zu uns nehmen. Also sind nur die Bauchigen, wie ich schon sagte. Oh ja. Bin kampfbereit. Wir müssen noch ein paar Meter... Ach, wir müssen uns da ganz runter boxen. Naja, dann haben wir das. Ach so, wieder. So, als Hobby machen wir da drüben noch ein paar platt. Oh. Oh, der hat gesessen. Selbstverständlich. Und das Gift macht den Rest. Wie lange brauchen wir noch, bis wir... Oh, 300. Über 300. Und da hat es gerade einen Bonus gegeben. Wahrscheinlich hat es den
Ja, den Riesen hat's verrissen, da unten irgendwo. Leicht, aber Sagerschild. Ja, der kommt gleich wieder. Der kommt wieder. Manchmal kommen sie wieder. Ist mal oberhalb. Auch wieder falsch. Zum Beizebub. Wieso hilft denn, hierher. Wieso funktioniert denn Gift bei denen? Einverstanden. Genau, erstmal den da drüben. Das ist wichtig. Wieso kann ich denen den Schaden machen? Aber es ist ein einfacher Skelettsbogenschütze, ist der Skeletts. Jetzt. Selbstverständlich. Ja, der lässt sich aber ein bisschen abschlachten. Ist in Ordnung. Da ist noch einer. Ein Feld vielleicht? Ja. Von rechts nach links. Lange halte ich das. Da hat er wieder irgendwas aufgesammelt. Einen Schild. Schwerer Stahlschild der Präzision. Boah, ich meine. Einverstanden. Kann man ja fast schon eine Währung draus machen, so viel wie wir von denen schon gesehen haben. Ja. Aufspießen. Sauer. Ich bin auf dem Weg. Ja, doch, das mit diesen Superwürfen, das ist halt echt der Hammer. Vor allem, wenn es mal trifft. Genau. Auf einen Schlag wieder Stoats. So, jetzt. Sauer. Wieder ein Superwurf. Schlachtenskelett, was steht da? Schlachtskelett, ne? Ich sehe es gerade nicht. Ich verliere meine Kräfte. Schlachtskelett. Zwei Worte, verrückt. Ist viel los heute. Das sind auch eine Menge Worte heute. Ah, junger, wie sind sie? Junger Pidus Mephitis, genau. Von hier weg. Das sind diese Scheißviecher mit dem Gift. Okay. Das war der falsche Knopf. Das war einfach die falsche. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich wollte noch warten, vielleicht kriege ich den ersten Stich. Ah, oh, war natürlich wieder dumm. Euer Charakter wurde getötet. Oh, bitte nicht zu lange her. Das wäre. Aber die haben es echt in sich. Ich wollte doch nur noch die Hexe abliefern, aber die sind irgendwie. So, Schlachtenskelett. Alles klar. Und ich müssen wir sie auch vergiften. Ich verliere meine Kräfte. Ja. Ich bin auf dem Weg. Da müssen wir ganz kurz mal Pause machen. Weil diese Mistviecher, diese komischen Pilius irgendwas, Mephitis, das sind echt miese Ratten. Die haben bis zum Schluss in der Kampagne uns noch den Arsch aufgerissen. Ich bin hier. Sehr unangenehm, Kollegen. Aufstehen, anziehen, sie kommen. Was können die denn? Gegen was? Immun gegen stumpfe Waffen? Resistent gegen stumpfe Waffen, okay. Ja, guck mal, das hat die krasseste Reichweite der ganzen selbstverständlich. Welt. Selbstverständlich. Und trifft natürlich wieder nicht heftig. Ich verliere die Überlegenheit. So. Ja, so geht's natürlich auch. Selbstverständlich. So können wir es auch machen. Wir haben was anderes Giftiges gerade aufgesammelt, oder? Da war irgendwas Grünes. Giftstahlspeer. 33? Ach ne, den haben wir schon. Ja, okay, jetzt haben wir ihn doppelt. Ich dachte gerade, hä? Haben wir doch bereits. Warum habe ich den dann nicht doppelt? Aber ich habe ihn in der Hand, deswegen. Der Lanzenträger ist bereit. Ich habe es in der Hand. Kommt. Weitersagen. Oh oh. Bitte kritisch treffen. Ja. So kritisch treffen heißt, die Hälfte ist weg. Also muss ich den regulär, muss ich den wahrscheinlich gute 30 Mal treffen. So, jetzt aber schnell. Nimmt mich von hier weg. Boah. Das haut aber rein, das Scheißvieh, ey. Ganz schön miese Drecksviecher sind das. Genau wie in der Kampagne. Selbst der Level 8 oder was, oder 10. Siegfried hat Probleme gekriegt. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn? Ach Gottchen. Da hinten ist es. So und nicht anders, mein Prinz. Komm. Och nö. Wo ist sie? Hier. Die rosane Waffe. Oder wir legen eine Bombe. Warum nicht? Bombe legen. Ach du Scheiße, das sind drei Stück. Laufen wir vor und legen die Bombe. Ich verliere die Überlegenheit. Nächste Bombe ist platziert. Muss man jemanden reindappen?
Der ist auch weg. Wir sind alle schon tot. Gut, dass ich die Bomben mitgenommen habe. In weiser Voraussicht. Ich bin auf dem Weg. Du Trottel. Wir stechen, schneiden und zerfetzen. Super. Schutzamulett, Silber. Ach, gab es die immer schon in Silber, Gold, Bronze oder sowas? Oder ist das, bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, ich muss mal die Pelze aufsammeln. Es wird mich langsam kritisch. 10 haben wir noch, aber der nächste kneift krasse Gegner. Wenn das nicht der Feind ist, viel los heute. Wo ist denn der Feind? Kneift mich. Ach nee, nicht schon wieder mit so einem dummen Schild. Nee, die können mich mal. Keine Doch. Gnade. Nein, nicht ganz. Komm. Und ob. Komm, lieber die Giftgeschichte. Das hilft ein bisschen mit. Und das ist dem Gift auch egal, ob du ein Schild trägst oder nicht. Das ist eigentlich sowieso eine geile Idee. Aber lass mich raten, immun gegen Gifte. So langsam hört der Spaß auf. Okay. So und nicht anders. Was ist denn das für ein krasser Höllenhund? Ist es denn so übel? Boah. Schnell hinlegen. Wenn ihr es so wünscht. Brennen wir? Nee, ist nur der. Nur das Fleckchen Erde davor. Ich bin hier. Oh, okay. Jawohl. Feuer. Feuer lässt Heuer auch nach. Sehr gut. Kommen wir wenigstens wieder raus aus dem ganzen Kladderadatsch. Hier, der nächste. Der nächste miese Hund. Okay, ist immun gegen Gifte. Schlecht. Nehmt mich von hier weg. Ich bin's nicht. Das ist auch nicht gut. Ja, da muss mehr her. Mehr Schaden muss da her. Mehr Genauigkeit. Aber welche Waffe war es jetzt noch? Das hier vielleicht? Das sieht nach einem Standardspeer aus. Zum Hundeschwanz. Ich kriege Hiebe. Zum Hundeschwanz. Komm, mach ihn weg. Und ob. Das miese Vieh. Der Doktor und das miese Vieh, oder was? Komm weg. Sauber. Scheißding. Hole ich mir gleich. Erstmal muss ich hier ein Nickerchen machen. Weil das haut mich ganz, ganz, ganz übel rein hier. Zum Glück gibt es diese Regenerationsplattform. Wir wissen ja, hier im Zentrum gibt's was und da unten gibt es auch noch ein paar Pelze. Die hole ich mir jetzt mal spaßhalber. Der Lanzenträger ist bereit. Ja, der Lanzenträger. Ich glaube, ich muss wirklich nur die 5 Meter noch laufen, dann habe ich's. Ach, hier ist das. Auf der anderen Seite haben wir gekämpft. Ja. Selbstverständlich. Krass, da ist er. Der Hexenzirkel. So viel Spaß, gute Frau. Das war hart umkämpft. So, Belohnung bitte. Ich danke euch für die Begleitung. Kein Problem. Ihr habt ein gutes Werk getan. Und Herz. Herrin, eure treue Diener ist allzeit bereit. Ihr habt Mut und Tapferkeit bewiesen. Ihr seid der Belohnung würdig. Oh. Ein schönes Geschenk von einer schönen Frau. Was will man mehr? Ich wünsche euch viel Glück und Stärke im Kampf. Danke, viel Spaß beim Rumhexenden. Missionsziele wurden aktualisiert und wir haben bekommen... Stärke erhöhen. Boah, okay. Da kann ich nicht mehr Nein sagen, tut mir leid. Jetzt ist Feierabend. Die krassesten Waffen der Welt, die müssen jetzt mal genutzt werden. Ja, das war's. Wir haben einen neuen schönen Schild bekommen. Und es fehlen noch 2 Aufgaben, ne? Würde ich sagen, oder? Genau, verbleibende Aufgaben 2. Also wir gerade wieder zurück ins komische Dorf. Hier blinkt's. Ja, genau, der alte Mann hier, der hat auch eine Aufgabe. Aber das, ja, machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Nightshift und Speerwerfer Bunkerknacker. Danke fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal. Und wahrscheinlich zum letzten Mal, vielleicht, von diesem Rollenspiel-Ding. Ja, egal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.